Herzlich willkommen zurück zu Eye of the Beholder und nach einigen Auf- und Abstiegen trotzdem wieder in Dungeon 7. Das letzte Mal wurden wir in diesem Raum eingesperrt und man hat uns gesagt, dass wir doch für unsere Freiheit kämpfen sollten. So, deswegen aktiviere ich hier mal den Schalter und ihr seht, nach allen Seiten gingen Korridore auf. Die müssen wir jetzt alle abklappern, wenn wir hier wieder raus wollen. So. Und deswegen eine Tür nach der anderen abgecheckt und gleich wieder gegen untote Skelette angetreten. Kriegst gleich zwei Feuerbälle von mir, dann ist der Spuk aus. Eine Klerikerrolle, leichte Wunden heilen, die ist ja so gut wie absolut nutzlos. Zweite Tür auf, auch hier wartet ein Skelett auf uns. Krieg gleich mal eine Magic Missile ins Gesicht. Noch eine. Während unsere tapferen Helden hier wieder daneben schlagen und Luftlöcher schlagen. Ich glaube, die Fehlrate liegt bei über 50%. Und das ist ja wirklich armselig. Zum Glück haben wir noch ein bisschen Magie. Ich guck gleich mal magische Robe. Armer Class 6 und mit der Robe ebenfalls 6, also die bringt nichts. Dann werde ich mal den Schlüssel hier aufnehmen und gleich mal ins nächste Tor schauen. Oh Freude, noch ein Skelett. So, haben wir noch einen Säurepfeil? Ja. Das war's dann aber auch für unsere Magie und John werde ich jetzt mal kurz austauschen. Nicht, dass der uns hier abkratzt. Also Tagor, er schlägt ja daneben, als ob es kein Morgen gäbe. So, ich werde hier mal versuchen zu rasten. Und ihr hört schon im Hintergrund, da werden immer wieder Mechanismen aktiviert, wenn wir auf die Druckplatten steigen. Und da gehen nämlich andernorts Türen auf. Das muss auch so sein, sonst kommen wir nicht mehr raus. Gut, wir haben gerastet. Das heißt, ich kann den guten John wieder nach vorn stellen. Und wir machen weiter. Gleich mal wieder Feuerball für das Skelett. Und hoffentlich ein paar Treffer. Pff, Wahnsinn. Hätten wir keine Magie, ich glaube, wir wären sehr arm dran. Magie macht jetzt doch die Hauptarbeit. Das war ja am Anfang des Spiels gar nicht so. Da war die eher unterstützend, jetzt ist es umgekehrt. Mage Scroll of Fear, das müsste ein Level 3 Zauberspruch sein. Angst nämlich. Und ja, den haben wir ja noch nicht. Den werden wir dann später gleich mal scriben. Feuerball haben wir nicht mehr, haben nur noch Mage Missile. Okay. Okay, da ist mal ausnahmsweise kein Monster drin. Dann nehme ich den Schlüssel hier und ihr merkt schon, wir sammeln die Dinge jetzt regelrecht. Und bevor wir weitergehen, trotzdem nochmal eine schnelle Rast, damit wir unsere Zaubersprüche wieder haben. Gut. Dann werde ich gleich das Buch nochmal aufmachen. Weil jetzt müssten hier drüben die Türen aufgegangen sein. Und jawohl, jetzt haben wir es wieder mit Skeletten zu tun. Erstmal aus der Distanz hier bebombt. Ich versuche gleich nochmal einen Restprozess, damit wir die zwei Feuerbälle bekommen. Das ist nämlich ein sehr haariger Raum, also da muss man schon aufpassen, dass man nicht gleich hops geht. Auch die bekommen aus der Distanz erstmal wieder ein bisschen Magie. Ich habe auch noch ein paar Magic Missiles mitgebracht, meine Freunde. Meine knochigen Freunde. Aber die zeigen sich recht unbeeindruckt von Magic Missiles, muss man mal sagen. Ja, sag doch mal. Die halten ganz schön aus. So. Ein Säurepfeil hätte ich auch noch im Angebot. Und die Klinge unserer Schwerter. Gut. Das lief ganz in Ordnung. Soweit. Ihr kennt das Spiel. Ja, wir sind jetzt in einem Teil des Spiels angekommen, wo man wirklich häufiger rasten muss, wenn man es nicht wirklich sehr schwer haben will. Ein Bandit Armor, vielleicht hilft uns der ein bisschen. Was hat denn John? Ja, Moment mal, das muss man kurz verschieben.
Da kommt nämlich noch so ein Spaßvogel und denkt, er hätte ein Wörtchen mitzureden bei unserem Dungeon Picnic. Dem ist aber nicht so. Wir werden ihm freundlich zu verstehen geben, damit wir, dass wir nichts von ihm halten. So, jetzt gucken wir mal. Er hat jetzt AC 3, minus 3 und damit hätte er minus 2. Also minus 3 ist ja besser. Denn umso niedriger, umso besser. Vielleicht können wir mit Tarko was machen. Armor Class 1 und so hat er 0, also eine Wertverbesserung von 1, das ist schon mal nicht schlecht. Er kann ja eh nichts anderes tragen hier, Anja, das dürfte nichts ändern an der Armor Class. Nein, das heißt, ich kann das Hemdchen eigentlich wegwerfen, aber zuerst den Schlüssel mitgenommen und jetzt kriegen wir ja wirklich Schlüssel en masse. Gucken, ob wir die überhaupt noch alle unterbringen. Ihr seht schon, unser Inventar, das wir erst vor 2 Videos oder so aufgeräumt haben, das ist schon wieder total durcheinander. So, ich wollte gerade fragen, was sind das für Geräusche wieder? Aber da ist das Rätsel, ist Lösung. Unsere Skelettfreunde sind wieder da. Und der Raum ist schon bösartig, also... Da kann man schon ein paar Mal drauf gehen. Boah, Stichwort ein paar Mal drauf gehen. Jetzt wäre fast einer draufgegangen von unserem Mann. Jetzt müssen wir wirklich ein bisschen aufpassen. Gut, einer ist weg von diesen blöden Skelettdingern. Ich glaube, eine Magic Missile habe ich noch. Ah, sogar noch 2, okay. Das schaffen wir schon. Dann müssen wir wieder eine längere Rast angehen. So, auch Anja nach hinten durch Waldo ersetzt. Die dreschen rein, die Dinger. Die kennen kein Pardon. Wie gesagt, den Eye of the Beholder sind der Standard gegen, oh Gott, und jetzt bitte rasten so schnell wie möglich. Das hat unsere Party jetzt wirklich angeschlagen. Und das wird jetzt ein bisschen dauern. Gut. So, jetzt haben wir es. Ich nehme mal an, auch diese Robe wird nichts helfen. Nein, selbe Spiel wieder vor. Dann schmeiß mit auch die weg. Und wir kriegen noch einen Schlüssel. Wahnsinn. So, jetzt mal wieder die ursprüngliche Formation herstellen. Und eine Mage Scroll of Lightning Bolt, also der Blitz, der ist im zweiten Teil eigentlich mein Lieblingsangriffszauberspruch. Ist auch ein Level 3 Spruch. Ich glaube, in Eye of the Beholder 1 ist er noch nicht ganz so effektiv, aber wir werden ihn natürlich trotzdem mal lernen, zusammen mit Fear und Hold Poison, Hold Person, Entschuldigung. Und dann werde ich in meinem Zauberbüchlein die Stufe 3 gleich neu definieren. Ich werde jetzt nämlich einmal Fireball und einmal Lightning Bolt machen und dann gleich mal resten, damit die Zaubersprüche gelernt werden. So, jetzt haben wir alles abgegrast hier, glaube ich. Ich hoffe, wir haben keinen Schlüssel liegen lassen oder so. Das wäre nämlich ärgerlich. Jetzt können wir hier weiter. Beide Wege führen auf denselben Weg. Und jetzt müssen wir ein bisschen rumexperimentieren, welcher Schlüssel wo reinpasst, weil die Löcher nämlich alle gleich aussehen, aber überall, glaube ich, ein anderer Schlüssel reingehört. So. Oder auch nicht. Ne, es kommt wirklich überall, glaube ich, so einer rein, oder kann ich da auch so einen reinstecken? Ne, es sind wirklich die Schlüssel nur. Dachte davor, es kommen noch andere rein. Ah, hier kommt trotzdem andere rein. Hatte ich doch zumindest ein bisschen recht. So, hier sind Dutzende von Teleportationsportalen, die uns in allerlei verschiedene Level bringen, aber ich werde wie immer keins davon benutzen. So, hier erstmal wieder ein Zauberstab rausgeholt. Wie gesagt, wir müssen wirklich mal demnächst checken, für was die alle gut sind, weil es sind bestimmt gute Angriffszaubersprüche dabei. Und ihr seht hier 3 Öffnungen. Hier ein etwas besserer Stein. Und wenn wir hier in diese 3 Mulden
Teleportationsgegenstände reinlegen, dann hätten wir die Special Quest für Level 7 geschafft. Und da bekommen wir ein paar Schriftrollen, die wir lesen können. Hier steht das Licht der Sterne, Sparkles, mir fällt gerade das deutsche Wort nicht ein, glitzert im Edelstein, folge ein, um den Nächsten zu sehen. Ja, mit der Information kann ich nicht viel anfangen und ich werde Dinge gleich liegen lassen, weil braucht man eh nicht mehr. So, nächste Schriftrolle. Ja, um den Hals, gemacht aus Gold, das Zeichen der Zwerge. Ja, hat dir irgendwas erzählt oder so. Ja, solche Gedichtlein immer zu übersetzen, das ist ganz schön doof. Vor allem habe ich hier auch down den Fraps-Counter im Bild, von daher kann ich nicht richtig lesen, was da steht. Dieser Orb, ich nehme mal an, das erste Wort ist dieses, ich kann es nicht lesen, dieser Orb führt zu großem Bösen, okay. Das war mal wieder Glanzübersetzung, Güteklasse 1a. Auch hier brauchen wir wieder einen Schlüssel. Toll, jetzt verlieren wir wirklich alle Schlüssel, die wir eingesammelt haben. So, hier geht's irgendwo runter, aber bevor ich da hingehe, schaue ich erstmal hier rein. Habe ich denn noch Zaubersprüche? Ja, wir haben davor gerastet. Nur für den Fall aller Fälle, es kann ja sein, dass hier wieder was auf uns wartet. Okay, ein Teleportationsfeld ohne Türe. Oh nee. So, den Feuerball haben sie beide mitgenommen. Da bin ich sehr dankbar. An die. Ah, jawohl. Da ist er wieder, der schöne Blitz. Der Lightning Ball. Der mir ja so gut gefällt. Also ich habe in Eye of the Beholder 2 eigentlich immer regelmäßig und andauernd verwendet. Oh oh, Tekor, überlebe bitte. Ups, jetzt habe ich den falsch nach vorne gestellt. So, jetzt aber. Das war die Macht der Gewohnheit. Und sehr schön, in diesem Raum gibt es gar nichts. Gegenstände werden auch teleportiert, sehen wir gerade so, wenn sie durchs Teleportationstor geworfen werden. So, ich raste nochmal schnell. Das ist eine Episode mit viel Rasten. Sorry dafür, aber es ist immer noch besser als zu sterben. Gut, dann schauen wir mal durch dieses Teleportationstor. Und hier sind drei Türen. Und wir können nur eine davon aufmachen. Dann sind die anderen geschlossen und bleiben geschlossen. Hinter der ersten Tür gibt es, glaube ich, ein Ring of Wizardry, also irgendein Zauberring, aber ich weiß nicht genau, was der macht. Hier gibt es, glaube ich, plus 3 Protection Armbänder und hier gibt es, glaube ich, ein Kurzschwert, wenn ich mich nicht täusche. Das müsste, ich weiß gar nicht genau, was für einen Wert das hatte. Ich glaube, ein plus 3 Kurzschwert. Ich werde mich mal für das mittlere Tor entscheiden. Und die Dinge hier nehmen, die Bracers. Und mal gucken, was die uns so bringen würden. Minus 3, minus 6, das ist natürlich schon sehr geil. Ich werde es mal Takor geben, dann hat er auch minus 3. Das lohnt sich auf jeden Fall. Und wir können mal probieren, ob die anderen aufgehen. Ihr seht, nein, die bleiben verschlossen. Was stand denn da an der Wand? Armor. Weapon. Ah, da steht ja sogar freundlicherweise, was drin ist. Magic. Dann können wir uns wieder zurück teleportieren. Und dann würde ich sagen, machen wir weiter in der nächsten Episode bei mehr Eye of the Beholder. Bis denn.